Herzlich willkommen zurück, meine lieben Leute, hier in Inazuma Eleven Go Schatten. Oh ja, im letzten Part haben wir unseren Stalker raushängen lassen und am Ende vom Tag hat es dann von Dodge geheißen, nö, nicht mehr mit mir, ich möchte gehen. Und nun müssen wir ihn aufhalten, knebelt und fesselt ihn. Da ist er ja. Bleibt eh schon stehen, weil wir ihn einen leichten Stich versetzt haben. Jetzt kann er sich nicht mehr bewegen und jetzt gehört er uns. Dodge, bitte warte. Lass dir die Sache doch nochmal durch den Kopf gehen. Nein, ihr solltet mal gründlich nachdenken. Wenn ihr Fifth Sektor weiter in die Quere kommt, wird alles nur noch schlimmer. Wir haben doch schon so viel zusammen durchgestanden, Dodge. Aber wenn du jetzt aufgibst, war alles umsonst. Ich wollte hier nur meine Noten aufbessern, aber ihr macht mir einfach einen Strich durch die Rechnung. Ich hab die Nase voll. Denkst du wirklich, du könntest auf den Fußball verzichten, Dodge? Ja, genau das denke ich. Das war's. Man sieht sich. Dodge! Ohne Dodge stehen unsere Chancen noch schlechter. Arion, du bist an allem schuld. Wenn du nicht in den Club gekommen wärst, hätten wir jetzt nicht diese Probleme. Fußball ist nun mal korrupt, gewöhn dich dran. Wir lieben dieses Spiel trotzdem und deshalb machen wir weiter. Aber dir scheint das nicht zu reichen und darum machst du alles kaputt. Ich weiß ja, dass bei dir jetzt der Frust herausspricht, besonders weil Dodge ja, glaube ich, dein bester Freund war und der dich jetzt einfach so verlässt. I know, aber das ist gelogen. Das muss man hier schon ehrlich sagen, das ist gelogen. Dieses, wir lieben dieses Spiel trotzdem. Wenn jetzt Dodge gerade gesagt hat, ihm geht's nur um die Noten. Vielleicht trifft das auf dich zu, aber nicht auf Dodge. Naja, aber wie schon gesagt, da spricht wahrscheinlich der Frust aus ihm heraus. Ja. Was? Ich wollte nichts kaputt machen. Ich wollte nur richtigen Fußball spielen. Und wir sehen ja, wohin uns das geführt hat. Unser Problem heißt nicht Fifth Sektor, sondern Arion Shervant. Aber ich... Dieses Mal haben wir es wirklich nicht leicht. Was Jude Sharp an meiner Stelle wohl tun würde. Ach, ich glaube, beim ersten Playthrough habe ich mich hier bei dieser Stelle ein bisschen aufgeregt über Mark, weil er nichts tut dagegen. Aber jetzt sehe ich das gerade irgendwie mit anderen Augen. Ich finde es jetzt auch irgendwie episch, wie die beiden hier dastehen mit gesenktem Kopf. Weil Mark weiß hier jetzt auch nicht mehr weiter. Beide wissen nicht weiter. Das hat doch einen gewissen Effekt jetzt auf mich. Einen komplett anderen als damals, weil ich kann mich noch ganz gut erinnern dran, dass ich mich da aufgeregt habe mit Mark, jetzt mach mal was dagegen. Aber wenn er selber nicht wirklich die Antwort weiß und struggelt als Trainer, weil das ist ja eine komplett andere Situation, die Mark vielleicht noch nie in seinem Leben so gehabt hat. Hat er jetzt schon sowas in der ersten Trilogie gehabt? Hat er sowas durchstehen müssen mit so einem Feind, der alles kontrolliert? Ich glaube, er ist da gerade selber ein bisschen sprachlos. Lasst dieses Bild auf euch wirken. Also ich sehe das jetzt gerade hier mit anderen Augen. Sieht so aus, als würden sie es endlich kapieren. Das Ganze bringt doch nichts. Sie schneiden sich nur ins eigene Fleisch. Ach, woher kommt der jetzt auf einmal? Kann der teleportieren? Gut erkannt, Blade. Willst du auch teleportieren lernen? Ich lerne es dir. Komm auf unsere Seite. Was laberst du? Hör zu, Blade. Dein Auftrag lautet, Arion Shervant im zweiten Vorrundenspiel des Saints Way Turniers auszuschalten. Shervant? Dinkelberg? Genau, er heißt Shervant und nicht Dinkelberg. Merk dir das. Erst wenn Shervant, der Anführer dieser kleinen Rebellion, aus dem Weg geräumt ist, können wir Raimon eliminieren. Dafür ist uns jedes Mittel recht. Am besten wäre es, wenn er nie wieder Fußball spielen kann. Genau wie dein Bruder.
Aber wenn das Saints Row vorbei ist, bezahlt ihr die Operation meines Bruders, richtig? Natürlich machen wir das. Aber zuerst kümmerst du dich um Sherwind. Sonst kannst du die Beine deines Bruders vergessen. Schließlich bist du schuld an seinem Zustand. Das solltest du nie vergessen. Ja, ich weiß. Enttäusch uns nicht, Blade. Teleportieren! Warum kann der teleportieren? Einige Zeit später, am Tag vor dem zweiten Vorrundenspiel. Was ist es? Am Tag vor, also. Okay. Aber trotzdem geht das ein bisschen schnell. Dodge hat all seine Sachen mitgenommen. Sein Abschied war wohl wirklich endgültig. Du bist ja voll der Blitzmerker, Erwin. Immerhin ist unser lieber Kaiser hier bei der Gruppe und nicht alleine irgendwo. Das heißt, er fühlt sich hier noch in der Gruppe, genauso wie Erwin, ne? Sonst würde er ja wieder Stress machen oder so. Er ist halt ziemlich frustriert. Das sieht man schon. Deine bissigen Bemerkungen kannst du dir sparen. Nö. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ricardo, die Ermittlungen an der Almighty Safe sind abgeschlossen. Was für Ermittlungen? Ermittlungen? danke, Frau Hills. Was sollte Frau Hills denn für dich an der Almighty Faith ermitteln? Irgendwas kam mir an der Infinity Beyond und Co. faul vor. Wer ist denn das jetzt? Es kommt mir so vor, als würde ich das jetzt zum ersten Mal hören. Infinity Beyond, wer ist denn das? Deshalb dachte ich mir, ein paar Infos vor dem Spiel könnten nicht schaden. Oder war das der erste Vorrundengegner von Almighty Faith? Übrigens habe ich die Ermittlungen nicht selbst durchgeführt, sondern einem gewissen William Klaas damit beauftragt. William wer? Klaas, er hat einen Bericht für uns. Die Almighty Geheiminfos. Almighty Geheiminfos? Klingt interessant. Wann können wir den Bericht denn haben? Ihr müsst ihn euch bei William Klaas in der Spielhalle abholen. Viel Erfolg! Ach ja, da war was. Da war ja was. Schnatter, das war auch. Und ja, ist jetzt für unseren Kaiser ziemlich schlimm, dass jetzt sein Buddy weg ist. Ist er jetzt wirklich weg? Ja, wie es ausschaut schon. Normalerweise haben die immer eine Auszeit, aber wenn die wirklich weg sind, dann sind sie wirklich weg. Ja, nee, was sagst du? Ja, aber wir haben hier eh schon ein paar Neulinge hier. Hier, Wirecard, Reddy. Die trainiere ich jetzt schon hoch, also für unsere Mannschaft ist mal halb so schlimm. Und sie sind coole Socken, kann ich schon sagen, also den kann man trauen. Also so ist es nicht, dass sie zwar talentiert sind, aber ziemliche Popolöcher, die haben schon was drauf. Und wie ihr seht, habe ich trainiert, bin jetzt wahrscheinlich wieder ziemlich überlevelt, aber ja, das ist halt, ich würde sogar sagen, ja, ich stehe dem Ganzen eher neutral gegenüber. Ob ich das jetzt gut heißen soll oder schlecht heißen, weiß ich nicht. Aber wenn du bestimmte Spiele anwerben willst, brauchst du aber manchmal Items und dann musst du ja immer wieder gegen die Teams antreten, da levelst du. Wenn du jetzt neue Spiele hast und die hochleveln willst, leveln ja die anderen Spiele automatisch. Und das ist halt ziemlich blöd, weil man dann überlevelt, nicht? So, wen können wir denn da jetzt reintun? Wir haben Stürmer verloren. Haben wir genügend Mittelfeldspieler? Nicht wirklich. Wer von euch beiden? Heißer Feger. Ja, komm. Süderle. Was wollte ich gerade sagen? Ich hab's jetzt etwa vergessen. Wo müssen wir hin? Achso, zur Spielhalle. Können wir gleich zur Karte. Geht ja viel schneller. Ah, und mit der Musik so nice. Irgendwas wollt ihr jetzt noch sagen? Ach ja, in der Boyville-Serie ist es ja so, dass man einstellen kann, ob man jetzt Erfahrungspunkte bekommt oder Geld oder was auch immer. Aber das gibt's hier leider nicht, ne? Sowas würde so einem RPG-Spiel gar nicht schaden. Ich spiele jetzt auch gerade Octopath, habe ziemlich viel trainiert jetzt in den letzten Tagen. Und da überlevelt man halt auch ziemlich, wenn man, so wie ich, gerne mal
das Kampfsystem erkundet oder Spieler hochleveln möchte oder was auch immer. Also so eine Einstellung wäre gar nicht mal so schlecht, ne? Kann gar nicht glauben, dass Dodge gegangen ist. Ich hab dich im Auge, Kaiser. Bleib, wo du bist. Kümmer dich um deinen eigenen Kram. Nicht streiten, ey. Der Trainer will, dass wir trotz allem gewinnen. Ich bin dabei. Leichter gesagt als getan. Immerhin ist Rusty der... Rusty, der hier jetzt in der Reserve ist, steht jetzt hinter unserem Gedankengut. Ja gut, vielleicht tun wir ihn doch noch rein für die Mentalität. Ist irgendwie bezeichnet gerade. Irgendwie tut er mir leid, dass er jetzt hier in der Reserve herumgammeln muss. So. Ein paar neue Dreams, ein paar neue Teams. Ich habe sowieso noch etwas anzusprechen. Noch einige Sachen. So, hier. Ja, einige Sachen sage ich ja eigentlich von Anfang an. Vom ersten Part sage ich, dass ich viel zu bereden habe, was ich ja schon unter Beschweiß gestellt habe, nicht? Aber die Themen, die häufen sich, kann man sagen. Genauso wie etwas, wo man schon sagen kann, Zufälle gibt's im Leben. Ich habe ja letztens gesagt, dass ich eine Konsequenz gezogen habe aus den ganzen Strapazen aus meinem privaten Leben, nicht? Da brauche ich einfach Ablenkung und so. Und da habe ich ja gesagt, jetzt neben dem Aufnehmen möchte ich wieder Fitnessstudio anfangen zum Trainieren, ne, zum Frust abbauen. Und dass ich halt selber wieder gesund werde, körperlich. Kann auch nicht schaden. Und dass ich mit meinen Freunden mal wieder regelmäßig Kontakt habe. Und ja, ich habe ja einen Tag gehabt. Beim ersten Tag war ich ja einkaufen und dann bin ich gleich mit den neuen Sportsachen zum Fitnessstudio gefahren. Dann beim zweiten Tag habe ich mir auch gedacht, einfach wäre sicher auch optimal, wenn ich, bevor ich da im Fitnessstudio mit dem Rad fahre, ne, gibt es ja das Gerät, mache ich es eigentlich viel lieber draußen, das Radfahren. Also bin ich da mal durch die Stadt gefahren oder außenrum, so als Aufwärmen. War eh ziemlich, ziemlich anstrengend. Also ich merke schon, so eine gute Kondi habe ich momentan noch nicht. Weil es ist zwar eine lange Strecke gewesen, die ich da abgefahren bin, aber es war halt ziemlich anstrengend schon. Und ja, dann war ich im Fitnessstudio, hab dann bei den Geräten trainiert. So, schnapp den Ball. Und ja, jetzt kommen wir zu den Zufällen. Zu den Zufällen, die es manchmal im Leben gibt, ne? Ich habe ja gesagt, was ja noch ein anderer Plan ist. Nämlich regelmäßigen Kontakt mit Freunden aufbauen. Ich wollte jetzt erstmal meinen Fokus auf das Trainieren richten, dass ich hier auch aufnehmen, hier das in meinen Alltag integriere, und dann habe ich mir gedacht, schreibe ich mal meine Freunde an. Und ja, jetzt am zweiten Tag, ihr könnt es euch schon denken, einer jener Freunde war im Fitnessstudio. Nicht irgendwo auf offener Straße getroffen, sondern im gleichen Fitnessstudio wie ich. Und was noch verwunderlicher ist bei der ganzen Sache, ich glaube, da gibt es noch genügend andere Fitnessstudio, die näher bei ihm sind und nicht das, wo ich gerade bin. Schon allein deswegen. Und er hat gerade gesagt, er kommt jetzt oder ist jetzt wieder im Lande und hat sich gedacht, jetzt will er wieder ins Fitnessstudio, weil er da eh länger nicht mehr war. Und das war halt so ein Zufall. Und er hat mir auch gesagt, normalerweise fährt er so am Abend zum Fitnessstudio. Aber ausgerechnet an jenem Tag, zu der Zeit, wo ich immer hingehe, und das ist so um die Mittagszeit rum, weil ich mir da denke, da geht es am wenigsten. Da sind am wenigsten Leute. Wie schaut's denn aus? Ja, 64. Technik kann man auch noch hochleveln, aber 64 Schubskraft kann gar nicht so schaden hier. So, ja. Werbe dich an. Los. Werbe dich selber an. Und ja, das ist jetzt passiert, nicht? Das meine ich eben, mit Zufälle gibt's. Und ausgerechnet, wo ich mir das auch vorgenommen habe, nicht?
Oh ja, oh ja. Auf jeden Fall haben wir da ein bisschen gequasselt. Ich wollte da sowieso wieder wegfahren. Also bevor ich... Oder eigentlich an meinem letzten Gerät, wo ich hier trainiert habe, hat er mich dann erkannt und ist dann zu mir gekommen. Hätten uns also fast übersehen, kann man sagen. Und wir haben jetzt so ein bisschen gequasselt und auch ausgemacht, dass wir zumindest jetzt Trainingspartner sein können. Er hat zumindest jetzt nicht die größte Motivation. Ich habe sowieso meine Motivation, weil ich habe euch das schon gesagt, ich brauche einfach diese Ablenkung. Und ja, so kann es sich fügen, das Ganze, nicht? Ach ja. Schauen wir mal. Muss ich ihn heute eher mal anschreiben, weil ich habe mir jetzt mal vorgenommen, fürs Erste jeden zweiten Tag zu trainieren, weil sonst überfordere ich mich, sonst übertreibe ich. Und ja, heute ist mein freier Tag, morgen gehe ich wieder. Und da kann ich mal nachfragen, wann er denn so geplant hat, zu gehen morgen. Aber ich kann es immer noch nicht so glauben. Ja, Zufälle gibt's nicht. So. Haben wir hier irgendjemand, der mich interessieren würde? Du schaust cool aus. 66 ist auch nicht so schlecht. Ich hab's noch nicht so drauf mit den Knöpfen. Ich merk schon. Wen brauchst du? Flounder. Shoppinglücke, okay. Und da beginnt's ja schon, ne? Manche Spieler brauchen andere Spieler und hier mal ein Trikot und fürs Trikot muss man immer wieder gegen irgendwelche Teams antreten oder so. Joa, so levelt man eigentlich automatisch. Gitarre? Ach ja, ein gewisser Herr. Ist das nicht der gleiche im Haus Winster? Der hat, glaube ich, eine Gitarre. Naja. So, ist ja wurscht, wir sind jetzt beim Herrn Glas. Was wird du gewählt jetzt? Achilles. Wir sind jetzt als... Okay. Schaut aus wie ein Buch hier. Oder so ein Bücherregal. Okay, wenn das Achilles ist, wenn du meinst. Topfkaktus. Ja gut. Ah, ich kann mich erinnern. Ist das jetzt nicht diese komische Stelle, die sehr, sehr falsch ausschaut? Ja. Yep. Vor allem, warum muss JP davor sein? So schaut er ja recht falsch aus. So sieht man ja nicht mal den Controller, den er eigentlich jetzt hat. So, der hat einen Controller in der Hand, wenn du verstehst, was ich meine. Das ist gar kein Bücherregal, sehe ich da gerade im Hintergrund. Ja gut. Hallo, gibt es hier einen Herrn Glas? Wie er einfach Erwin ignoriert. Ich würde ihn jetzt so einen Kaffee auf dem PC raufschütten. Weil, was ist mit dem los? Einfach Erwin ignorieren. Das kann doch nicht wahr sein. Ach Mensch, schon wieder Game Over. Ich habe schon zigmal probiert, aber ich krieg den Drachen einfach nicht kaputt. Das Spiel kann man wahrscheinlich gar nicht schaffen. Ja. Immer die Schuld den anderen in die Schuhe schieben, ne? Dem Spiel, weil man zu unfähig ist. Ach ja, Manga. Die Alten aus der Otaku. Im Internet gibt es kein anderes Thema mehr. Alle hängen an der gleichen Stelle fest. Eigentlich müsste man sowas im Internet schon schnell herausfinden, wie man das schafft. So schwierig kann es doch nicht sein. Hilfe! Kann mir irgendjemand sagen, wie ich diesen verflixten Drachen klein kriege? Einfach reinhacken oder so? Oder Cheatcodes? Ich glaube, ihr seid ja hier die Hacker. Ich habe null Ahnung, wovon er redet. Echt, Erwin? Das ist die Chroniken von Hatrixton. Das zockt gerade jeder Gamer, der was auf sich hält. Was soll das heißen? Aha, okay. Und Herr Klaas hat bestimmt erst wieder Zeit für uns, wenn er mit dem Spiel durch ist. Ja, gut. Ja, zum Glück kenne ich da so einen Zocker-Genie, das den Drachen bestimmt ganz mühelos platt macht. Ja gut. Und wo steckt dein Genie? Wenn wir die Almighty Geheiminfos lüften wollen, führt wohl kein Weg an ihm vorbei. Hab das gar nicht mal so in Erinnerung, dass da noch so eine kleine Sidequest ist.
Aber Schnattre ist jetzt mal wichtiger. Die Musik. Oh jeez. So. Hier. Sam, ich hab dich mit deiner Mama einkaufen sehen. Warum sprichst du das hier jetzt aus? Ich auch. Hast dir brav die Einkaufstüten getragen. Guter Junge, jawohl, ja. Eigentlich ist das jetzt auf Erwin gerichtet, ne? Das ist dieses @Erwin, ich auch, hast ihr brav die Einkaufstüten getragen. Heißt also nach dem Sinn, dass Erwin die Einkaufstüten getragen haben. das wirkt gerade irgendwie fehl am Platz. Naja. Oh, ich muss echt langweilig sein. Sucht euch mal ein Hobby. Ja. Aber wir wissen ja, wir sind die Stalker-Gang hier. So, wo ist denn jetzt dieser Joker-Genie? Im gleichen Haus. Ein bisschen unnötig hier. Hallo. Hey, Mann, an dich kann ich mich auch noch ganz leicht erinnern. Warst du auch ein Spieler oder? Ich glaub schon. Ich gewinne jedes Spiel. Ich bin der König der Spielhalle. Ihr wollt wissen, wie man den Drachen in Bla besiegt? Das ist doch sowas von Kindergarten. Nehmt den Gruseldusel-Zauberstab, dann ist der Drache ruckzuck Geschichte. Wenn das eh so einfach ist, nur durch ein Item zu gewinnen, warum hat das noch keiner im Internet herausgefunden? Das ergibt alles irgendwie null Sinn. Ich habe auch das Gefühl, das hat man jetzt einfach hier nur so eingebaut, dass man die alten Knacker hier mal zu Gesicht bekommt von der Otaku. Es war jetzt nicht optimal umgesetzt, aber ja. Ist eher so, ja. Muss ja jetzt auch nicht wirklich sein. Ah, wann gibt dieses blöde Drache endlich auf? Langsam reicht's mir. Was? Der Grusel-Dusel-Zauberstab ist das Rätsels Lösung? Aber natürlich, damit muss es funktionieren. Kannst du endlich mal die geheimen Infos rausrücken? Du musst dieser Erwin Sherwin sein. Ja genau, Frau Hills hat uns hierher geschickt, damit wir einen Bericht abholen. Sie sind doch Herr Glas, oder? Der einzig wahre. Und hier sind, und wir hier sind die echten Hacker-Genies. Wir können euch alle Daten besorgen, die ihr euch nur vorstellen könnt. Dann hättet ihr euch ja ein Spiel einhacken können, oder? Du denkst ja, nee, das ist zu langweilig. Was machen die? Was macht der Typ jetzt auf einmal da? Man nennt uns den Glas-Clan. Ja, gut. Ach, mein Zocker-Genie gehört auch dazu. Aber wisst ihr denn reingekommen? Teleportieren könnt ihr euch auch, oder was? Oh, die stecken mit diesem Sable, so heißt er, glaube ich, unter einer Decke. Der kann auch teleportieren. Ich traue denen überhaupt nicht mehr. Glaubt mir, wir können alles. Aber genug des Geredes. Erlaubt mir, euch die Ergebnisse unserer Ermittlungen zu präsentieren. Yay. Es handelt sich um hochsensible Informationen. Öffnet den Umschlag bitte erst, wenn ihr zurück an der Schule bei Silia seid. Sollten weitere Informationen vonnöten sein, stehen wir euch jederzeit zur Verfügung. Liebe Grüße an Silia und Mark. Man kann ja vielleicht auch denken, dass eben diese Hacker hier verantwortlich sind, dass Mark der Trainer ist. Aber das ergibt auch irgendwie null Sinn, weil Wintersee hat ja dem Direktor gesagt, dass offiziell das bestätigt wurde. Oder sind die auch, oder gehören die auch zu Mark und Co.? Aber dann würde ja vom Fifth Sector jemand kommen, wenn die das nicht wollen. Alles sehr, sehr strange. Und wer ist das? Achso, bist du hier. Jawohl, wir waren alle auf der Otaku Junior High, haben damals Fußball gespielt, aber auch viel freakiges Zeug angestellt. Ich wollte schon sagen, wer nennt sich schon Freak? Wobei es sich ja auch ziemlich viele Gamer gibt oder Anime-Fans oder was auch immer, die solche Begriffe verwenden. Ich hab voll übersehen, dass hier was ist. Abwehr. Ulala. Können auf jeden Fall einige gebrauchen hier. Tiwi zum Beispiel. Kannst du mal eine Abwehrtechnik erlernen? Schön und gut, dass du da die ganzen Fähigkeiten hast. Schaut euch das Face an. Tiwi habe ich, glaube ich, nicht in meinem ersten Playthrough verwendet. Spitze! Alter, wie die Zeit vergeht. Das ist ein Wahnsinn. Sind schon 25 Minuten.
ich kann mich einfach nicht dran gewöhnen. Ich glaube, das wird sich das ganze Let's Play nicht ändern. Schaut euch Werkert an. Hat sich ja jetzt auch schon geändert. Was hat das eigentlich hier mit Abwehr zu tun? Hat sich ja auch geändert. Beim ersten Playthrough habe ich ja mit dem Trading Card Game überhaupt nichts anfangen können. Habe noch nie eine Inazuma Eleven Trading Card Karte in den Händen gehalten. Und ich habe ja jetzt letztens ja so ein Projekt gehabt mit den Openings und so. Hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht. Und Rare Card gehört ja auch zu den Trading Card Game Spieler hier. Gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part werden wir wieder zurück mit den geheimen Infos gehen. Und dann schauen wir mal, was sonst noch so ansteht. Also Leute, ich sage tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dort wieder in der Schule. Bye, bye.